Wir begrüßen euch zu einem weiteren Winterhecht-Video aus dem schönen Waldviertel. Ich bin der Johann Tropacher. Bolt Josef, guten Morgen. Und da halte ich den Waldviertler Zanderhecht, ja, Raubfischguide. Wo sind wir, Josef? Wir sind heute in Weikertschlag an der Mährischen Theier im tiefsten Waldviertel und versuchen heute einen Hecht zu fangen oder vielleicht auch zwei, aber es ist kalt und wir werden sie doch ein kleines Zeitalter aber wir aufhalten müssen zum Essen, weil einfach die Finger gleich steif sind. Wir versuchen heute einen Hecht zum Fangen auf Oldschool. Das heißt, wir versuchen nicht Gummifisch, nicht Wobbler. Wir probieren es mit gezupften Köderfischen. Eine Art der Spinnfischerei, die ich vor 20, 25 Jahren schon gern gemacht habe, wo jetzt der permanente Zugriff auf gute Gummifische noch nicht so gegeben war. Und wir haben das letzte Mal in Italien waren beim Hans, hat mich mein lieber Neffe darauf aufmerksam gemacht, dass wir früher immer so gefischt haben. Und hat er recht, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und ist wirklich eine geile Fischerei und die möchten wir euch heute zeigen. Vor allem, wenn man wirklich, wirklich auf den natürlichsten Köder da auch wieder zurückgreift. Du hast da schon Montage aufgebaut. Montage wird euch Josef jetzt noch gleich einmal richtig zeigen. Das blende ich euch jetzt ein, wie der Josef eben diese Montage auch baut, dass ihr dich ganz in den einfachsten Schritten und kostengünstig vor allem auch nachbauen könnt. Ganz eine simple Montage und sehr, sehr kostengünstig. Ja. Jetzt, wie man das diese Montage bindet für unser Totfischsystem. Wir haben da dieses Stahlvorfach, das zum Schmelzen ist. Wir haben einen Einfachhaken und einen Drilling. Wir ziehen uns einmal den Drilling auf die gewünschte Länge, den Einfachhaken. Dann machen wir sie da nur eine, legen wir sie dann in Schlaufe und wickeln dreimal in die Schlaufen. So, dass der Haken jetzt so drauf sitzt, dann ziehen wir sie das zusammen, dass der nur mehr einen kleinen Bogen hat, sodass er sich noch frei bewegen kann. Ja. Wenn wir das jetzt haben, verschmelzen wir sie das ganz leicht. Nur leicht drauf, bis sie diese zwei Drähte miteinander verschmolzen haben. Dann nehme ich hinten den Drilling. Fahren wir da wieder durch, das haben wir jetzt ein bisschen lang erwischt. Na, geht's ja aus. Mache ich dasselbe. Also ich drehe mir jetzt nur das eine Ende über das andere Ende. Verzwirbeln wir das nur so. Ja. Ist da jetzt ein wenig eine Übungssache, wenn man das verschweißt. Merkt man aber nach dem ersten Vorfach gleich, wenn es zu viel ist. Bei den Enden schaue ich immer, dass die ganz knapp anliegen, weil wenn man viel wirft, geht da manchmal der erste Millimeter an und dann fängt es ein bisschen zum Aufspleißen an. Es verliert nichts an Tragkraft, aber man bleibt dann immer wieder in der Schnur hängen. Das heißt, wenn ich zum Endzuge gehe, dann drücke ich mir das einmal mit dem Finger schön flach zusammen. Dann mache ich mir nochmal heroben meine Schlaufe, immer wieder so 7 cm und wickeln wir es zusammen. Ich drehe mir die Schnüre einfach so zusammen, also dieses Stahlvorfach. So, und wenn das jetzt zusammen ist, fahre ich wieder mit dem Feuerzeug leicht drüber. Dann sehe ich sofort, wenn sie diese zwei ummantelten Stahlvorfache, wenn sie das miteinander verschmützt. Beim Ende wieder schauen, dass man das
von Haus aus so, dass die zwei Enden ganz zusammenstehen. So, kurz mit dem Finger drüber, aber nur ganz kurz, ist heiß. Und um unsere Tragkraft da jetzt zu demonstrieren, dass auch jeder sieht, dass dieses nur zusammengeschmelzte wirklich was aushält, unsere klassischen Waldviertler Vorfachtester. Also man sieht jetzt, wenn man die zwei drauf hat, wir kann jetzt ist man nicht in Stand. Also das hält sicher jeden Fisch aus, den es in unsere Gewässer gibt mit diesem Zusammenschmelzen. Ist ganz einfach gemacht und ist halt auch eine sehr günstige Variante. Und mit dem komme ich, wenn ich es nicht anreise, auch ewig aus. Ja, ich hänge halt dann da hier vorne im Einfachhaken. Das ist der, den ich den Fisch durch den Nosenstich, wenn die zwei Nosenlöcher fertig sind, durch die Schildecken, den Drilling hänge ich am hinten ein und diese Länge, da richte ich mir halt ein paar verschiedene, kann ich dann je nach Ködergröße, mache ich mir die Abstände oder länger oder kürzer. Die mährische Teier ist mährische Teier, es hat nichts mit Meer zu tun, liebe Leute. Nein, Mähren ist ein Teil in Deutsch, in Tschechien. Genau, und Deutschland, Tschechien. Die Teier kommt da von Tschechien um und fließt dann in Raps an der Teier, fließt dann die deutsche und die mährische Teier zusammen. Die deutsche Teier ist ein bisschen breiter, tiefer. Wir sind da heute eben in der mährischen Teier, die ist ein bisschen schmäler, ein bisschen seichter, ist für ein Hecht dipsy-dopsy und das werden wir uns heute anschauen. Das werden wir uns heute mal angehen. Na, wie gesagt, wir werden jetzt auf alle Fälle uns einmal anfangen zu bewegen, weil das Waldviertel sagt sie wie immer, wenn ich da bin von seiner schönsten Seite, also kalt, Wind und kalt, noch mehr Wind. Ja. Genau, und jetzt sage ich einfach einmal wie immer, Action. So, wir machen jetzt unsere ersten Würfe. Ich werde jetzt kurz ein paar Worte zur Köderführung sagen. Wir schauen natürlich immer, dass wir halbwegs schön ans andere Ufer kommen. Wir haben als Beschwerung nur ein 1 Gramm Klemmblei. Wir lassen den Köder, wir schauen einmal, wie tief es ist. Wir lassen ihn absinken, bis eben wie beim Spinnfischen die Schnur durchhängt. Dann haben wir mal einen Überblick, wie tief es ist. Und dann werden wir den Köder, ich zeige euch das dann, wie wir den montiert haben. Wir haben mit dem System dem Köder einen kleinen Knick gegeben. Und somit schlägt er beim kleinsten Zupfer nach links, nach rechts ganz unkontrolliert aus. Und das ist halt das, was ein sterbender Käderfisch oder ein sterbender Fisch auch wirklich macht. Also der tut jetzt der Himmel da mal in Tee, fährt nach links, fährt nach rechts weg. Und das kann man mit der Art der Fischerei ganz super nachahmen und bringt sehr, sehr viele und gute Fische. Und ist eben was, gerade in Gewässern, wo sehr viel mit Spinnköder, Gummiköder gefischt wird, ist halt der richtige Köderfisch sehr oft unschlagbar. Es ist den meisten Leuten einfach zu viel Aufwand, sich Köderfische zu fangen. Ja, es gehen keine gefroren, die sind viel zu gatschig, matschig, der hält keine zwei Wurf. Also man muss sich wirklich die Arbeit antun und vorher Köderfisch fangen. Und das ist halt der große Vorteil, weil die Arbeit will sich keiner antun. Aber Fleiß wird belohnt. So, zur Führung oder zum Führungsstil des Ganzen. Immer schauen, dass ihr einen sehr genauen Kontakt oder einen sehr engen Kontakt zum Köder habt. Das heißt, ich zupfe den Köder an und nach dem Anzupfen gehe ich gleich wieder auf Spannung und lasse ihn ansinken. Und schaut, dass ich immer auf Spannung bin, auch während er ansinkt. Und bei dieser Führung schaut es immer, dass den Kontakt zum Köder so gut und so schnell wie möglich halten kannst. Der Hecht raubt den Köder oft an und raubt ihn ja zu uns her. Das heißt, da fällt die Schnur einfach schneller zusammen. Das ist nicht immer so wie dieser klassische Zander-Dock, sondern der Hecht kommt ja oft und raubt mit dem Köder mit. Das heißt, es müsst sehr gut auf die Schnur aufpassen, wenn die einfach schneller zusammenfällt. Was wiederum der Vorteil ist beim Fischen mit echten Ködern, der spuckt ihn nicht gleich. Ja, das ist jetzt nicht wie beim Gummifisch, beim Zander, jetzt pack und wenn ich dann nicht ausschlage, ist es aus. Also ist diese Fischerei, auch wenn man ein bisschen langsamer ist, ganz, ganz, ganz super, weil der Hecht nimmt den, der weiß ja oder der spürt beim Zubeißen schon, dass es ein echter Köder ist und lässt den nicht aus. Ja, da kennst du, diese Fischerei verzeiht sehr viel Fehler. Sehr viel mehr Fehler, als wenn ich jetzt mit einem Gummifisch fisch. Ja? Das ist gerade für Anfänger eine ganz super Fischerei. Wenn ihr dann den Köder zu euch führt,
fischt ihn immer bis unter die Fiers aus und nehmt euch wirklich fast bei jedem Wurf, der Hecht ist ein Nachläufer, der rennt dem Keder Ewigkeiten nach, nehmt euch immer die Zeit, dass herbei noch einen Vorrang in die andere Richtung macht, einen kurzen Richtungswechsel oder irgendwas. Macht nie den Fehler, dass den Hecht, also den Köderfisch, wenn ich da hier vorne bin und sage, okay, ich sehe den Gummi oder das Fischl schon kommen, zahlen schon außer. Ja? Das ist ein Fehler, den ich sehr oft sehe, bei meinen Guidings, der sehr oft gemacht wird. Fischt das wirklich immer aus. Ja? Wirklich, wenn der Köderfisch zuberkommt, lasst ihn bis ganz zuber. Der Hecht verfolgt ihn, über lange Zeit. Ja? Und wenn es aber zum Endzuber geht, das heißt, wenn es Ufer kommt, dann kommt er irgendwann einmal, dann raubert er euch an. Und sehr, sehr viele Hechtbisse passieren vor die Fiers. Deswegen noch ein Zusatztipp, macht die Bremsen nie ganz zu. Fischt das nicht, wie beim Zanderfischen, wo jeder sagt, ja, Bremsen voll zu, durchschlagen hin und her. Wenn der große Hecht da beißt, ist er weg. Das macht, wenn ihr dann fest anschlagt, habe ich null Dehnung, gar nichts, ich schlage an und schlage mir die Schnur an. Und da schlage ich mir 12er, 14er, 16er an. Wenn der große Fisch kommt, ich schrecke mich und wichse voll an und habe die Bremsengläschen zu. Auf das müsst ihr immer gut aufpassen bei dieser Fischerei. Wir fischen das jetzt. Man sieht, das ist im drüberen Bereich relativ viel groß, das einer hängt. So ein Schiff groß ist es. Die Keder suchen jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn sie nicht im ganz tiefen Stängern, suchen sie diese Bereiche auf, wo es sich schnell erwärmt und wo es Unterstand zur Not haben. Ja? Und da sind halt die Bereiche ganz top, wo ich sage, es ist, wir haben sich das angeschaut, es ist drüben ein bisschen seichter, es ist herüben tiefer. Und deswegen ist das natürlich für Köderfische, wenn ich sage, jetzt wie heute, die Sonne scheint einer ein bisschen. Die Köderfische kommen in Tee und die Köderfische wollen auch natürlich, wenn der Hecht kommt, schnell wieder einen Unterstand haben. Und da geht meistens das Wasser geht ein bisschen rein, also unter die Pflanzen. Das ist für die Köderfische ein perfekter Unterstand und natürlich vermutet man dort auch die Hechte. Das heißt, solche Stellen im Winter suchen. Es ist nicht immer das Tiefste das Beste im Winter. Gerade wenn es so wie heute ein schöner Tag ist, wo die Sonne scheint, sind wir auch, also müssen wir auch in die Flachbereiche ein bisschen genauer hinschauen. Was um die Jahreszeit relativ wichtig ist, ist schon die Fische zu finden, Strecke zu machen. Ja, es ist so wie da jetzt im Hintergrund, da hängt ein bisschen ein Baum rein. Wir werden da noch auf ganz andere Stellen kommen, wo das noch ärger ausschaut wie da. Aber wichtig ist im Winter auch, dass ich die Fische finden muss. Das heißt, ich muss zwar um ein paar Wurf mehr machen wie im Sommer, weil sie ja Träger sind, aber ich darf jetzt nicht den Fehler machen, dass ich mich nur auf einem Platz versteife. Ich muss aktiv Fische finden. Das heißt, ich brauche zu der Jahreszeit, muss ich mich bewegen. Ich muss schauen, dass ich Meter mache, um die Fische zu finden. Ganz wichtig, viel Bewegung. Und ist auch gut, wenn es so kalt ist. So ein kleiner Extra-Tipp. Nehmt nicht immer die Plätze, die am schönsten zum Werfen gehen. Weil da wird jeder hinwerfen. Es kann durchaus einmal ein Platz sein, wo man nur ein wenig Glas schlänzen kann, wo man jetzt nicht rundherum perfekten Platz zum Werfen hat, geht die Plätze an, die nicht komplett angehatscht sind. Gerade beim Hechtenfischen bringt das oft wirklich mehr. Wir haben da jetzt da drüben, hängen ein bisschen die Bäume rein. Da muss man halt schauen, dass man relativ schön zubekommt. Weil die Hechte sich natürlich gerne einstellen, das Ganze. Und wenn ich aber da 5 Meter daneben hinwirf, ist es natürlich relativ schwer, einen Fisch zu fangen. Also ich muss schon mit ein paar verschiedenen Wurfvarianten vertraut sein, dass ich auf so Stellen, wo ich rundum und um zu bin mit Gemüse, auch noch halbwegs meinen Wurf da reinbringe. Was da natürlich einfach ist, weil wir keine Distanz zum Überwinden haben. Ja, man sieht einfach, obwohl in diesem Hechtrevier, wo wir heute sind, jetzt doch die ein oder andere Stelle schon beangelt haben, dass es auch mit so einem richtigen bombenmäßigen Hechtbestand nicht immer heißt, wenn viele Hechte drinnen sind, dass sie fressen. Und wenn sie nicht fressen wollen, dann wollen die Fische mal nicht fressen. Und
Ja, kannst du dazu noch was sagen, zu diesem Hechtbestand, zu diesem Revier? Ich habe jetzt hier vor einigen Jahren das letzte Mal gefischt, war schon lange nicht mehr da, hab da schon also weit zweistellig Hechte auf den Tag gefangen. Zweistellig bitte? Weit zweistellig. Und es ist hier sehr wenig Befischungsdruck, es ist ein sehr wenig Leute. Ein ganz, ganz wunderschönes Stückchen Teier an der Mährischen. Ganz ein tolles Revier. Aber man sieht, wenn die Fische nicht wollen, fangen auch wir nichts. Aber wir bleiben dran und wir werden euch heute sicher einen Fisch zeigen. So lange bleiben wir, wenn es ganz finster ist. Und ihr habt jetzt noch ein Glück. Ich schreibe euch jetzt da unten in der Infobox, wenn ihr da unten reinklickt, die Adresse hin, weil es gibt für dieses Revier Tageskarten, auch schöne Karpfen, aber gezielt jetzt einmal einen Wahnsinnshechtbestand und ganz, ganz wenige Jahreskarten. Also, wenn ihr noch schnell genug seid, unten in der Infobox einfach Adresse anschreiben, Telefonnummer oder E-Mail schreiben und somit seid ihr noch beim Chefe und da könnt ihr euch noch eine Tageskarte oder vielleicht sogar eine Jahreskarte sichern. Wir nehmen da jetzt eben unser Rotauge in dem Fall. Geht natürlich jeder annähernd, nein, es geht auch jeder Kederfisch. So, wir haben das jetzt, man sieht es hoffentlich hier, es ist jetzt durch das viele Werfen ein Nasenloch schon ausgerissen. Zum Glück hat er ja zwei. Jetzt stechen wir ihm den Haken Unterlippe, Oberlippe komplett durch, beim Nasenloch raus. Dann fixieren wir sie das Ganze. Ich habe da so ein kleines Plattel von einem Vorausschlag abgeschnitten. Man kann einen Rexgummi oder was nehmen. Und dann nehme ich den Köder. Schau mal, wie der Drilling hängt, damit der Köder komplett gerade ist. Und dann nehme ich nochmal 1,5-2 cm weiter hinten den Drilling und setze ihm den rein, damit der Köder einen leichten Bogen hat. Durch den Bogen, jedes Mal, wenn ich anzupfe, schlagt er in eine andere Richtung aus. Wenn ich nur gerade montiere, rennt er auch relativ gerade. Aber durch diese Biegung im Köder schlagt er immer anders aus. Das ist auch eine Sache, die ja diesen sterbenden Köderfisch sehr gut imitiert. Fisch! Wie schon? Ja. Ein Rieseneitel. Geht auch auf. Ja, das Eitel hat sich diesen echten Köder. Also das Rotaug Scheine war ein harter Biss. Hätte zwar von Hecht gekauft, aber Fisch ist Fisch. Ja, nein, wir haben jetzt zwar ein schöner harter Biss. Hat sich den Köder voll reingesagt. Also man sieht da im Vergleich, der Köder relativ groß, jetzt komplett zerbissen. Und der wollte den so richtig. Den haben wir jetzt wieder rein. Petri heil. Petri dank. So, bist du noch, das ist jetzt so schnell gegangen. Kurze Beißfenster, Zielfisch. Der gilt. So, jetzt haben wir einen. Hat sich den schön genommen. Ist zwar nur ein kleiner, aber bei dem Wetter heute, glaube ich, müssen wir uns über jeden freuen. Kleiner Zusatztipp, wenn ihr den Hecht nehmt, so, dann könnt ihr, wenn es mit dem Zeigefinger da reinfährt, das Maul öffnen, ja, ohne dass ihr verletzt. Und es verletzt auch den Fisch viel weniger, wie wenn ihr da mit einer brutalen Maulsperre oder etwas reinfährt. Dann kann ich den Haken schön lösen und dann setze ich den wieder schonend zurück. Ja, ihr habt mich heute nicht sehr viel vor der Kamera gesehen, dafür mehr vom Josef. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das ist, bei den Temperaturen mit Ärm mitzumhalten. Vor allem das nachher da drauf zu kriegen. Aber last but not least, denke ich trotzdem, dass du das super erklärt hast für euch. Und man sieht auch noch den zweiten zerfledderten Kederfisch. Ja. Den Köder des Erfolgsköder, der zweite Erfolgsköder. Zweimal Fisch, einmal sogar Zielfisch. Man muss aber sagen, normalerweise geht es dort viel besser, oder? Viel besser, ja. Es war heute dieser Temperatursturz der letzten Tag war nicht optimal. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir werden das jetzt nicht ausratzen, weil es halt einfach nicht gut rennt. Und wir werden jetzt dann jagen fahren. Und genau. Das Fischen für heute gut sein lassen. Für heute gut sein lassen, Jagdvideos produzieren. Da kommt jetzt da hoffentlich demnächst auch das, was wir jetzt vor die Linse kriegen wollen, dass das auch in die Linse läuft, dass wir das auch machen können. Und wir sagen wieder danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video. Euer Jan Trobacher.
Wollt's, Sepp. Pfiat euch.